So, meine lieben Leute, schönes Uhrticken, nicht wahr? Es ist mir jetzt erst beim Drüberschauen im letzten Part aufgefallen. Meine Fresse, die Uhr ist ja verdammt laut und geht mir voll auf die Nerven. Die Nebengeräusche, wie das Laufen und die Uhr, das ist ohne Witz voll belastend in diesem Spiel. Das hätte man anders lösen können, aber wer weiß, wie alt dieses Spiel ist. So, ich starte meinen Timer und habe wieder mal ein paar nette Hinweise von euch bekommen, dass ich doch mal das Ganze besser lesen solle. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Raum das war. Ich gehe noch mal hoch. Wo war denn dieser Zettel? Im Tantenzimmer oder im Onkelzimmer? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, der war hier, ne? Genau. Silence, happiness, peace. I see them all in a row, but it's happiness I can't have. I try to wear it, but it's hollow. Genau, das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Da war noch irgendwo ein anderer Zettel mit Darkness, Deep into the Darkness Fearing, Long I Stood There, Wondering, Fearing, Doubting, keine Ahnung. Edgar Allan Poe übrigens, schönes Zitat. Ich habe auf jeden Fall Hinweise von euch bekommen, dass ich mehr lesen soll, beziehungsweise ihr habt mich darum gebeten, ich soll ein bisschen besser lesen. Es gab einen Hinweis mit Brunnen, dass ich da vielleicht rein kann, aber das scheint wohl nicht zu funktionieren. Und der andere Hinweis, der scheint wohl die Lösung zu sein. Da hat mir nämlich jemand mehr oder weniger den Lösungsweg in den Kommentaren verraten. Wie gesagt, ich vergesse immer eure Namen. Ich danke aber trotzdem für den lieben Kommentar von euch. Ich solle ins Onkelzimmer gehen. Das war das Onkelzimmer. Die Lösung ist wohl ziemlich kompliziert. Das muss man auch erstmal wissen. Eine Lampe. Licht anschalten. Lichtschalter aus. Die Reihenfolge. Uppala, huch, Moment. Off. So. Und jetzt einfach den Lampenschirm untersuchen. Under the lampshade. There was a key, natürlich. Was soll auch sonst drin gewesen sein? Aber auf die Idee erstmal zu kommen, diese Reihenfolge, das ist, ganz ehrlich, es ist schon wieder so suchlastig. Ich werde auf jeden Fall das nächste Indie-Spiel ein bisschen anders gestalten. Und mal gucken, was es da so gibt. Ich meine, es ist zwar nett, aber. Ist mir zu viel, die Suche. Ich speichere nochmal in meiner Diarrhö. So, ein bisschen drin rummalen. Und natürlich haben wir wieder einen Schlüssel. Was auch sonst. Ah, das Key opens this room. Haben wir jetzt mehr oder weniger den letzten Raum auch. Oh, guck mal hier, schau mal, Key. Lotions and Schatz. Schatz, natürlich. General Supplies. Oh, and some contraceptive. Bisschen was im Müll. Ich habe total trockene Lippen. Bei diesem Wetter ist echt alles trocken. Ich habe auch schon total den Hitzeausschlag am Rücken bekommen. Ich meine, nicht wegen der Hitze, sondern wahrscheinlich, weil ich so viel schwitze. Es hat sich gereimt, gereimt. The drawers are empty. Im Bett ist nichts, oder? A double bed, not necessary for living alone, is it? Aber sie hatte doch einen Onkel. Hat die nicht mit den beiden? There's a piece of paper in the drawer. When you gaze long into the abyss also gazes into you. The box of tissues collecting dust. Abyss ist Abgrund. Die Uhr hat um 9 aufgehört zu schlagen. Abyss. Dann gucken wir mal in den Abyss. In dem Fall doch dann den Brunnen. Ob wir da irgendwie was machen können. Versuchen wir es einfach mal. Ein anderer Abyss würde mir jetzt gerade nicht einfallen. Diarrhea, cha-cha-cha. Zack, zack, zack. So. The bottom of the well is too dark to see. Hä? Something shining into the inside. Is it a key? Reach inside. Ah, it's just too far away. What the fuck? Ich bin reingeplumpst. Oh, au. No way, I fell in. I'm so far down. I can't climb up there. Hello? Is there anyone around? Somebody? Somebody? Oh no. Now what do I do? Ich hoffe, das Monster kommt jetzt nicht wieder. Ja, es sieht wohl nicht so aus, als wenn wir hier irgendeine Möglichkeit hätten. Hä? The wall looks kind of brittle. I'll try breaking it with this rock. Maybe I can make a foothold. Versuchen wir es mal. Muss ja irgendwie funktionieren. Nebenbei trinke ich ein bisschen wieder eisigen Eistee. Auch wenn es natürlich kalt ist, aber es wegen innerer Wärme und so und der Körper wärmt dann entgegen. Dann, im Prinzip ist es besser, wirklich warm zu trinken. Sagt man zumindest. Aber es ist erfrischender. Was soll ich sagen? Ich trinke dafür jetzt Ausgleich nachts einen Tee oder abends. Oh, wir haben eine Höhle aufgemacht oder was?
Das ist kein Foothold, das ist ein Durchgang. What is this? Is there really this much space under the whale? That's ridiculous. But it's possible it may lead to the surface. I'll keep walking then. Ich hab ein bisschen geschiss, ehrlich gesagt. Ich mach mal lieber wieder Diarrhoe, bevor wieder irgend so ein Vieh kommt. Ah, das war so klar! Bitte nicht. Ich hab total Schiss, Alter, dieses Mistvieh! Ich meine Ruhe lassen! Oh, fuck you, Alter. Oh, fuck you. Ich hab keinen Bock auf diese Kacke. Oh, es wird so gruselig, vor allem, weil es dunkel ist. Die pure Dunkelheit. Ich glaube, ich muss mich hier nicht irgendwo verstecken oder so. Kacke. Bitte nicht. Oh, es geht noch weiter. Ja, wunderbar. Ich liebe solche Spiele. Ich liebe es. Ich hab überhaupt keinen Bock, Leute. Ich will das nicht. Nein. Bitte nicht. Alter, ich laufe hier im Kreis, oder was? Fuck. Hauptsache, man reagiert schnell. Bei den Kurven. Bitte. Weil das sagt, darf die Steuerung nicht versagen. Ich hab keinen Bock, den ganzen Weg nochmal zu laufen. Oh Gott, sowas muss doch nicht sein. Lasst mich doch mal in Ruhe mit so einer Scheiße. Kockety. Hauptsache kein Labyrinth, ey. Auf sowas hätte ich jetzt wirklich keine Lust. Ein paar Schlangenlinien laufen geht immer. Ja, genau. Alter! What the fuck? Was geht denn hier ab? Warum sehe ich nur komische Bilder? Ich bin wieder hier. Oh nein. Alter Schwede. Komodo. Godzilla. Moment, ich gieße mir mal kurz einen ein. Der Kaller, der lädt sich heute einer ein. Lässt sich dann mal ordentlich pusten. So, Kamura. Mr. Kamura. Mr. Miura? Are you okay, Mr. Kamura? I'm lowering a rope for you. Wait right here. Or there. Are you okay, Mr. Kamura? You don't seem hurt, but you should go to a hospital. Sorry for barging into the garden, but you didn't answer the doorbell, so I came in and... Mr. Kamura? Mr. Kamura, what's wrong? I hate this. I wanna go home. Wahrscheinlich erzählt sie ihm jetzt alles. A monster? There's a monster in the house? Really? Since the day I moved in, something inhuman, non-animal has been stubbornly after me. Even down in that well cave, it was chasing me. And it's not just a monster, there's been hair in the water and faces and pianos playing themselves. And strange voices, I can't take it. I'm scared, of course I am. It's admittedly hard to believe. It's true! Really, it's some kind of zombie. I wouldn't lie about this. I see. Perhaps it's not a monster, but some kind of wild animal. Okay, I understand. Stay at my place for today. Really? I've lived there for 5 years and never met such a monster, so you should be fine there. I look around this place while you slept tonight. I'll take care of anything strange I see. There's no need to. Don't be ridiculous, it's fine. Leave it to me and relax for today. Schön von ihm, dass er uns helfen will. Oh, guck mal, hübsche Buchte. Sieht ja ganz nett aus. Zwar ein bisschen klein, aber hübsch. Your room's very clean. Haha, I just don't have much stuff. By the way, Mr. Kamura, may I ask you something?
What? You mentioned having an illness. What kind of illness is it? Sorry if it's rude. Depression. I take antidepressants and I'm writing a serious story, so... I see. Then you really must relax. Leave the monster to me. Ich glaube, der glaubt uns nicht. Ich glaube wahrscheinlich einfach nur, dass wir einen Dachschaden haben. Guckt sich ein bisschen um, um uns Ruhe zu geben und sagt, da ist nichts und lässt uns wieder rein. Ich hab das Monster besiegt oder so. Geht mal bei kleinen Kindern. Man soll nicht sagen, wenn sie sagen, da ist ein Monster im Schrank, soll man nicht sagen, da ist kein Monster, sondern man soll mit dem Monster reden, diskutieren und sagen, lass mal bitte und da. Und dann sagt man so, ich habe mit dem Monster geredet, es lässt sich jetzt in Ruhe und so eine Sache. Also mit Kindern muss man da nicht sagen, ist nichts. Weil Kinder haben eine ganz, ganz verrückte Fantasie und da muss man wirklich sensibel mit umgehen. Ja, also about Miss Saiki, I'd like you to tell me about her. Hm? Mm. Sorry, Eiswürfel. Mm. Oh. Ah, einfach so entspannt. Miss Saiki passed from illness, yes? I thought it odd since she didn't seem unhealthy when I last saw her. My aunt killed herself in that house. It was suicide? I didn't know. Do you know why? She got married about 10 years ago and started living in that house. She had a hard time of it, but she got pregnant after about 5 years. She and her husband were very glad. But the child was stillborn. My aunt always blamed herself. My uncle got tired of trying to support her and left the house. Oh, since then she kept getting stranger. She started saying she was always being watched or judged. My mom and I were her only family. We shouldn't have supported her, but we couldn't. My mom has a terrible hysteria, and she had always been prejudiced against her little sister, blah 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 blah. My mom called my aunt crazy and a murderer. She wanted nothing to do with her. Ich hab totalen Scheiß im Hals, ey. I was afraid of my mom, so I ignored all of it. I knew my aunt's pain. If I had been brave and supported her and taken her to the hospital, it would never have happened. That day I went to that house writing without my mom knowing. I was worried for my aunt. She'd hung herself on the second floor. I screamed, the rope snapped, and she fell to the floor. My mom didn't want the house. She didn't even want to be reminded of my aunt. When I was diagnosed with depression, my mom recommended I go there. Said it was a good house for crazies. I'm sure she meant to imply that I might as well die too. I'm sorry. I've gone on saying too much. I know it's not a pleasant story. It's all right. You've had it very rough. Please take care of yourself. Ach ja. I look around your house, Mr. Takamura. Make yourself at home here. It's getting late, so sleep whenever you want. You can use that bed there. No, I shouldn't. I can use the sofa or the floor. Now, don't be ridiculous. Someone so pretty can sleep on the sofa. Anyway, I sleep on the sofa, Mr. Komura. Take the bed. Now then. Der ist ja voll verlebt an uns. Aber echt mal so eine Kackmutter zu haben, ganz ehrlich. Ah, sag mal, das Haus scheint wohl für Verrückte gut zu geeignet zu sein, weißt du? Was ist denn das für eine scheiß Mutter, ey? Fotze, ey. Sorry, aber ganz ehrlich. Wow. So eine Mutter zu haben, das muss ja echt beschissen sein. Kann's echt nicht leiden, wenn ach, nee. Weißt du, soll man keine Kinder in die Welt setzen, wenn man keinen Bock auf sowas hat. Miss Miura, really nice. Mr. Miura. It comes me to talk to him. Okay, wir speichern erstmal wieder Diarrhö. So, gucken wir uns mal am PC um hier. Seems to be work proposals. Pretty flowers for a white guy. A large flat screen TV. Not blah 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 blah. Shelves mit haufenweise Scheiße. Irgendwas finden wir bestimmt jetzt, pass auf, irgendwie böse Sachen. Tennis, aber he plays Tennis. Ja, Scheinball. Scheinball vor allem. A small suitcase. Suit on the rack. Gut, dann gehen wir mal hier durch. Gucken uns ein bisschen um. Zeug.
Okay. Nö, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal pennen, oder? No need to go out. Ich weiß 100 Pro, dass jetzt wieder wahrscheinlich das Monster nachts kommt und wir über die Straßen rennen müssen oder so. I should rest. So I feel bad about using his bed. Na, mal schauen. Was hat er denn? She's sleeping soundly. That's good. Nothing seems wrong with the house, so I'll take a nap too. Okay. Irgendwas Bösartiges passiert jetzt. Oh nein, Nacht. Jetzt kommt die Nacht. Jetzt kommt die Nacht. Ich hab da ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. War voll nicht, aber volle Möhre gar nicht. Tag 4. Ah je. What? Oh je, oh je, oh je, oh je. Was wird denn das jetzt? Hangende Menschen? Albträume? Was zur Hölle? Nein. This is my house? Why? Why am I back? That doesn't. Could it be, Mr. Miura? Did he bring me back here? No, don't wanna be here another second. I have to get to Mr. Miura's house. Oh Gott, ich hab da ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Ich hab da gar keinen Bock drauf, jetzt durch dieses Haus zu marschieren, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Gütiger. Nein! Und ich werde hier erstmal auch einen Schnitt machen, weil ich will das jetzt nicht. Ich hab beim Brunnen schon mir in die Hose gekackt. Und ich will jetzt nicht ein zweites Mal mir in einem Part in die Hose kacken. Das heben wir uns schön für die nächsten Videos auf. Also, Leute. Ich verabschiede mich jetzt hier. Auf dann auch bald auf Wiedersehen. Ich will das nicht. Nee, Tschüssikowski. Blablabla. Bla, bla.